Servus Leute, grüßt euch. Mittwoch 16 Uhr, Lost Tape Zeit und willkommen zur Episode Nummer 35. Und heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, denn viele Leute schreiben mir in die Kommentare, wie schlecht es ihnen geht mit dem Alkohol. Sie konsumieren missbräuchlich, sie sind psychisch abhängig und der Körper macht langsam nicht mehr mit. Andere wiederum kommentieren das mit den Sätzen, kiff doch einfach ein, Marihuana, Gras, ist nicht so schädlich für den Körper, dann kommst du wenigstens vom Alkohol weg. Und dieser Gedanke ist vielleicht auf der Hand liegend, denn Marihuana und Gras gilt etwas als nicht so körperschädlich. Deswegen könnte man meinen, ja, ist doch plausibel. Könnte ich eigentlich machen. Schadet mir nicht so sehr. Würde ich einen Drogenwechsel quasi vollziehen, hätte immer noch meinen Rausch, hätte meinen Konsum und ich würde mir nicht so sehr damit schaden. Warum dieser Gedanke ein bisschen zu kurz gesprungen ist und warum man auch das differenziert betrachten sollte und was ganz wichtig ist bei diesen Gedanken, was dann dahinter steckt. Denn man konsumiert nicht nur wegen dem Rausch. Das Ganze hat nämlich Ursachen. Warum ich das Ganze ein bisschen kritisch beäuge, all das gibt es in diesem Lost Tape in meinem Schlafzimmer. One Take, ihr kennt das Prinzip. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß damit. Bis dann. Meine Lieben, ich höre immer wieder in Kommentaren oder in Diskussionen, dass ihr sagt oder dass viele Menschen sagen, kiff doch lieber mal ein, rauch doch lieber Marihuana, anstatt Alkohol zu trinken. Das ist nicht so ein Dreckszeug. So oder so ähnlich. Und ich, ist ein bisschen zugespitzt, ich weiß. Ich wollte diesen Gedanken aber mal aufgreifen, weil ich das immer wieder höre. Und ich finde eine spannende Sache dabei, dessen sich mal bewusst sein sollte. Erstmal die Frage, was erhoffe ich mir dadurch, wenn ich lieber kiffe oder also anstatt saufe? Die Frage ist, warum trinke ich? Diese Frage sollte ich mir als allererste stellen. Wenn ich zu dem Entschluss komme, und da muss ich verdammt ehrlich zu mir sein, ich konsumiere missbräuchlich oder bin psychisch abhängig oder bin vielleicht sogar schon körperlich abhängig. Das heißt, ich setze den Alkohol ein, um Stress zu minimieren, um mit mir und meinem Umfeld klarzukommen, um Ängste abzubauen, weil ich eine Angststörung habe, weil ich Depressionen habe, weil ich einen verminderten Selbstwert habe, weil ich eben mit mir, ich nenne es jetzt mal Struggles, psychische Probleme, wie auch immer, Krankheiten in mir habe. Manche Menschen sind sich das sehr bewusst und setzen das sehr bewusst als Medikament ein. Andere, und das ist die Mehrzahl, weiß das überhaupt gar nicht und sagt einfach, das ist für sich Stressmanagement. Es gibt Menschen, die wollen das gar nicht hinterfragen. Das muss man auch nicht hinterfragen. Ich zwinge niemanden dazu. Ich will nur Denkanstöße geben. Man darf sich da hinterfragen. Wenn ich jetzt sage, ich will keinen Alkohol mehr trinken, weil irgendwie mir das körperlich sehr schadet oder weil ich dadurch immer wieder Eskapaden habe, die ich nicht haben möchte, weil ich in Situationen komme, wo ich vielleicht aggressiv bin, weil der Alkoholrausch mich zu einem anderen Menschen macht. Es kann verschiedenste Gründe geben. Alkohol ist körperlich natürlich auch sehr, sehr schädlich. Das wissen wir oder sollten wir eigentlich alle wissen. Und ich erhoffe mir durch das Kiffen den Gewinn, dass es mir körperlich nicht so schadet, dass der Rausch vielleicht nicht mit mir dasselbe macht wie der Alkoholrausch, ich werde nicht aggressiv oder whatever, dann kann man das für sich so entscheiden, das möchte ich nicht werten. Vielleicht ist das auch dieser Gewinn, den man sich erhofft, auf dieser Ebene, dass man sagt, körperlich wird mir nicht so viel Schaden zugefügt, also habe ich einen Gewinn, den ich mir hoffe. Wenn man sich diese Rechnung aufmacht und das Kiffen ist nun mal, ohne das jetzt zu verherrlichen oder so, aber das ist wissenschaftlich gut erwiesen, damit verrate ich nichts Neues, eben körperlich nicht so schädlich wie der Alkohol. Natürlich gibt es beim Kiffen andere Probleme und das kann man auch nicht in der Pauschalität sagen. Deswegen an der Stelle ganz wichtig, Kiffen sind auch keine Gummibonbons und viele Leute, die regelmäßig kiffen, vertragen das gut. Ich persönlich habe das zeitlang oder sehr oft gar nicht vertragen. Also das ist nicht so, wir tendieren in dieser Open Mind oder in dieser Legalize-It-Debatte, die ihr sicherlich alle kennt, dazu das Kiffen fast schon zu sehr, sage ich mal, zu sehr zu verharmlosen in meinen Augen. Das ist immer noch eine Droge, die viele Menschen nicht vertragen, von denen viele Menschen auch das muss man sagen, davon gibt es auch Bad Trips nicht in dem Sinne, aber es geht Menschen schlecht, also das muss jeder für sich herausfinden. Aber wenn man für sich die Entscheidung trifft und sich diesen Zugewinn vielleicht sogar, diesen Zugewinn sogar erlebt und merkt, okay, dadurch geht es mir körperlich nicht so schlecht. Der Rausch fühlt sich vielleicht besser an, ich habe keine Eskapaden. Whatever es ist. Wenn ich es aber zum selben Zweck einsetze, wie den Alkohol, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass ich überhaupt nicht meine eigentlichen Probleme, die ich habe, die tiefergehend sind, und das muss jeder für sich entscheiden, missbräuchlicher Konsum, ne? Einsatz als Medikament, da löse ich gar nichts auf dieser Ebene. Was ich tue ist, ich substituiere, ich ändere das Medikament gegen den Stress, gegen meine Depression, gegen meine Ängste, gegen das alles, weil ich das nicht aufarbeiten möchte. Und dann kann es sehr oft dazu führen, wenn ihr Alkohol trinkt, missbräuchlich,
abhängig seid, vielleicht schon körperlich abhängig seid und ihr erhofft euch durch das Wechsel des Medikamentes eine Verbesserung dadurch, weil ihr eben wegen der geringeren Toxizität sozusagen euer Körper besser mitmacht, dass ihr das besser verträgt, dass ihr weniger Eskapaden habt, dann kann das auf dieser Ebene vielleicht funktionieren. Das weiß ich nicht, das ist sehr individuell, das möchte ich auch gar nicht so pauschal hier in den Raum stellen. Aber womöglich kann das funktionieren, auch eine Zeit lang, weil diese Droge wird, wenn ich dieselben Motive und Ursachen damit bekämpfe und mich nur medikamentiere, dann wird die Ursache dieselbe bleiben. Die Abhängigkeit bleibt, der missbräuchliche Konsum bleibt. Und diese Substanz wird eben was anderes mit mir machen. Es ist wie eine, der Alkohol und der missbräuchliche Konsum ist wie eine Straße, die mich dann irgendwann in eine Sackgasse geführt hat. Und vielleicht habe ich dann das Bedürfnis, in dieser Sackgasse, wo ich nicht mehr rauskomme, was zu ändern. Es ist aber zu hart, und das kann ich total verstehen, es ist zu hart, ohne Konsum dem entgegenzublicken, was eigentlich dahinter steckt, ohne Konsum. Mich zu spüren und das, was dahinter steckt. Für meine Selbstwertgefühl, Depression, Ängste, sonst irgendetwas. Also ist es einfacher und ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Das ist nicht verurteilend gemeint. Es ist, ich will euch das nur mal aufdröseln, was der Denkfehler dabei ist. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Ein anderes Medikament zu nehmen, ich sage das bewusst so, das mir nicht so sehr schadet körperlich, das vielleicht mit mir andere Dinge macht. Also auf der Metaebene bei mir oder auf der Subebene bei mir passiert dann ja, ey, ich muss ja gar nichts ändern. Ich kann einfach was anderes nehmen, fühlt sich ein bisschen anders an, schadet mir sogar nicht, habe ich sogar einen Zugewinn dadurch. Und solche Rechnungen können schnell aufgemacht werden. Und was dann aber oft passiert ist, wenn ich aus diesen Gründen Alkohol getrunken habe, die ich dann nicht erarbeite, wo ich nichts löse damit, dass ich mit der neuen Substanz auch irgendwann in eine Sackgasse gerate. Die fühlt sich dann anders an. Der Weg dorthin ist anders. Es ist vielleicht nicht das Körperliche, es sind dann vielleicht andere Dinge, es sind Dinge im Umfeld. Ich vernachlässige vielleicht Sachen, ich werde unzuverlässig, whatever. Es wird was anderes mit mir machen und es wird auch wieder Zeit brauchen. Aber ich werde wieder in irgendeiner Form einer Sackgasse wahrscheinlich ankommen. Die Gefahr ist sehr groß. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich die Chance hatte, als ich das Bedürfnis hatte, das Medikament zu wechseln, wo ich es hätte schon machen können, mich zu spüren, wer und was ich bin und diesen wahrhaftigen Moment, wenn man nicht konsumiert, der sich so scheiße anfühlt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, meine Lieben, ins Auge zu blicken und daraus was zu machen. Aber auch zu wissen, das wird nicht gleich besser. Mir wird es nicht morgen besser gehen. Ich werde nicht in einer Woche der selbstbewusste Typ werden. Vielleicht werde ich es nie ganz werden. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass ich es nie war. Und dass ich es auch nie sein werde, aber dass es in Ordnung ist. Und das ist die Arbeit mit sich. Vielleicht ist es okay, Ängste zu haben, die werden nie ganz weggehen. Ich kann nur damit arbeiten. Und akzeptieren, dass andere Menschen auch Ängste haben. Und man denkt das vielleicht gar nicht so. Dann beginnt diese Arbeit, aber die fühlt sich am Anfang so scheiße an. Und man hat es nie anders gelernt, weil man immer nur mit dem Konsum gelebt hat und das immer die Lösung war und die hat immer funktioniert und irgendwann funktioniert sie nicht mehr und dann guckt man nach Alternativen und die Alternative, die am nachhaltigsten ist, eigentlich das so auf der Hand liegende, nicht konsumieren, das was mir alle immer raten, aber natürlich konsumiere ich, weil ich das nicht spüren will und wenn ich die Substanz ändere, dann kann oberflächlich, also das, was ich damit bezwecken will, körperlicher Schaden, Rausch, Aggressivität, whatever, vielleicht besser werden. Das muss noch nicht mal so sein, weil das Kiffen, sei auch dazu gesagt, auf jeden anders wirkt. Also viele Leute, die noch nicht gekifft haben, lasst euch gesagt sein, es gibt Menschen, die vertragen das überhaupt gar nicht. Also das kann man auch gar nicht so pauschalisieren, weil manche Leute in die Kommentare schreiben, kiff doch einfach. Und ich kann das verstehen, vielleicht verträgt derjenige das auch sehr gut, das mag ja sein. Aber ein Nächster, auf den mag das vielleicht ganz anders wirken und er kommt damit überhaupt gar nicht klar. Also das mal dahingestellt, aber unterstellen wir mal, dass es euch damit besser geht. Auf dieser körperlichen Ebene, auf dieser Rauschebene vielleicht auch. Dann werdet ihr, wenn ihr aus denselben Gründen konsumiert, weil ihr Stress habt, weil ihr Ängste habt, weil ihr Depressionen habt, weil ihr einen verminderten Selbstwert habt, weil ihr das braucht, um irgendwas zu kompensieren, um Entlastung zu schaffen, um diese Sehnsucht in euch zu stillen. Wenn sich das nicht ändert, und diese Entscheidung darf man treffen, ich will das nicht verurteilen, ich will nur sagen, seid euch bewusst darüber, was ihr tut, wenn ihr sagt, ich kiffe lieber, anstatt dass ich saufe. Das Medikament ändert sich. Vielleicht werdet ihr genau die Dinge, die euch jetzt durch den Alkohol Leidensdruck verschaffen, im ersten Moment lösen.
Aber wenn ihr dann mit dem neuen Medikament lange genug diesen Weg geht, werdet ihr erkennen, dass neue Probleme auftauchen werden und ihr am Horizont wieder eine Sackgasse sehen werdet. Wie soll es denn auch anders sein, wenn man die Probleme, die man mit in sich trägt, eben nicht löst? Und irgendwann, und das ist die große Gefahr, kommt man an den Punkt, dass man in der neuen Sackgasse ist. Sie sieht anders aus, sie tut vielleicht weniger weh, vielleicht mehr, sie ist heller oder dunkler, aber man ist am selben Punkt und dann blickt man zurück und denkt sich, warum habe ich das damals eigentlich gemacht? Es ist irgendwann, und glaubt mir, in der Aufarbeitung ging es mir auch so, und egal ob ihr trinkt, ob ihr kifft, ob ihr andere Substanzen nimmt und ob ihr Polytox seid und immer wieder gewechselt seid, weil die verschiedenen Substanzen euch verschiedene Sachen gegeben haben und der eine weniger schädlich war als die andere und Vor- und Nachteile und all diese Sachen, egal was ihr tut. Im Rückblick kann ich euch sagen, bei der Aufarbeitung, wenn man zurückreist, werdet ihr nicht an den Punkt kommen, wo ihr das Medikament geswitcht habt. Ihr werdet immer weiter zurückreisen in eure Vergangenheit und irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr wisst, warum ihr eigentlich das Bedürfnis hattet oder warum ihr missbräuchlich oder warum ihr abhängig geworden seid dadurch. Und diese Entscheidung, ob ihr das machen wollt, die ist euch überlassen. Ich werte das wirklich nicht. Ich will nur sagen, wenn man diese Mechanismen erkennt beim Alkoholkonsum, an diesem Punkt angelangt ist, ist es ein wertvoller Moment. Und deswegen sage ich nicht, kifft lieber. Deswegen sage ich, geht den Weg, den ihr wahrscheinlich, wenn ihr das Medikament switcht, sowieso irgendwann gehen werdet. Ihr zögert es nur einige Jahre hinaus, wenn sich die Motive nicht ändern. Das kann natürlich anders aussehen bei Leuten, die Alkohol, also das kann jeder für sich entscheiden. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, die Alkohol als Genussmittel nehmen, das macht ja jeder in diesem Land, ne? Wer ist dann abhängig? Niemand. Jeder trinkt Alkohol zum Genuss. Das wissen wir doch. Unter uns auf diesem Kanal wissen wir das doch alle. Merkt bei der Ironie. Nein, natürlich gibt es das. Natürlich gibt es Leute, die keine Störung haben und sowas und trinken das als Genuss. Das gibt es natürlich. Ich möchte hier aus dem Kanal nicht aus jedem abhängig machen, Gottes Willen. Überhaupt nicht. Ne? Ich will auch Alkohol nicht dämonisieren. Ich möchte aufklären, Denkanstöße geben. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, die Dunkelziffer von den Leuten, die missbräuchlich konsumieren, die denken, sie trinken als Genuss, die ist so unheimlich hoch, weil das halt auch so viele machen. Ich meine, es ist doch das Normalste der Welt, dass jemand sagt, oh, ich bin Workaholic, ich arbeite 50, 60 Stunden oder so ungefähr, ne? Und abends, da muss ich halt mein Rotwein, zwei Bier trinken, anders halte ich das nicht aus. Der wird sogar vielleicht dafür sogar gesellschaftlich hoch angesehen, dass das so ein Mordskerl ist. Deswegen, ne, das ist ja noch nicht mal irgendwie problematisch. Sogar, also ich habe es auch erlebt, dass Menschen das so ausgesprochen haben. Ich brauche das, weil als Ausgleich. Und daraus schließt man gar nicht, also daraus strickt man gesellschaftlich meistens nicht das Wort Missbrauch, obwohl es halt de facto ja der Fall ist. Aber das ist okay. Ich möchte nicht jeden dazu bekehren, dass er sich auf Zwang reflektieren muss. Ich möchte auch nicht Menschen dazu bekehren, dass sie auf Zwang die Abstinenz haben müssen oder sich reflektieren müssen oder eine Therapie machen müssen. Was ich mit dem Video aber bezwecken will, ist, dass ihr euch bewusst dessen macht, wenn ihr bei euch erkennt, wenn ihr euch ehrlich reflektiert, warum ihr Alkohol trinkt, was ihr damit bekämpft oder was ihr damit löst, das in euch, diese Ursache, wenn die sich nicht ändert, aber der Konsum, dass Alkohol so schlimm geworden ist, dass ihr was an der Substanz ändern müsst, dann ändert ihr nur das Medikament. Und warum soll irgendwas besser werden dadurch? Außer, dass ihr vielleicht, womöglich, was nicht der Fall sein muss, körperlich nicht so zu Schaden kommt und es euch erstmal in erster Linie eine Feuerwehrlöschmodus-Perspektive verschaffen mag. Das mag in erster Linie so sein, aber durch diesen Medikamentenwechsel werdet ihr nichts in euch lösen. Im Zweifel, und das wird sehr oft passieren, werdet ihr an denselben Punkt irgendwann wiederkommen, dass sich anders anfühlen wird. Mit Sicherheit. Diese Sackgasse wird anders aussehen. Und dann werdet ihr an denselben Punkt kommen, wie ihr jetzt seid. Und euch dann fragen, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Warum habe ich das nicht früher erkannt? Warum bin ich davon weggelaufen? Und warum er davon wegläuft, kann ich auch sehr gut verstehen. Ihr kennt das aus meinen Videos. Der Leidensdruck muss meistens oft groß genug sein, bevor man was ändert. Damit meine ich keine Suchtverlagerung. Damit meine ich, dass man eben das spürt, warum man überhaupt angefangen hat zu trinken. Weil man vielleicht merkt, dass man Ängste in sich hat, dass man in Gesellschaft auf Feiern irgendwie Panikattacken hat, dass man Schweißausbrüche hat, wenn man in Gesellschaft redet und alle locker sind. Man will auch so locker sein und all das. Ich kann das super gut verstehen. Das will man nicht spüren. Und in dem Rausch kann man das eben sein. Und dann zu merken, dass man das eben nicht ist, obwohl vielleicht eine zweite Plan B zur Hand liegt, das ist unheimlich schwer. Deswegen verurteile ich niemanden dafür. Ich will, wie gesagt, nur den Denkanstoß geben. Denkt darüber nach und seid wachsam, was das angeht. Und diese kurze Abkürzung, ja, dann kifft doch lieber, anstatt zu saufen.
Das ist so kurz gesprungen. Macht euch der Mechanismen bewusst, selbst wenn ihr am Anfang vielleicht womögliche Vorteile dadurch für euch erkennen mögt, weil der Leidensdruck des Alkoholkonsums im ersten Moment weg ist und ihr den ersten sozusagen punktuellen Gewinn in Anführungsstrichen merkt, weil es euch körperlich nicht so schadet. Ne? Mental und eure Probleme, also das Grundsätzliche, das Große und Ganze, bleibt genau dasselbe. Aber auch das ist legitim, auch das darf man machen. Man muss sich nur dessen bewusst sein, was man da tut. Also, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist Kiffen besser als Trinken? In meinen Augen ist das überhaupt gar keine Alternative, wenn wir davon sprechen, dass wir missbräuchlich abhängig sind und wissen, warum wir trinken oder warum wir konsumieren und nur das Medikament wechseln. Da würde ich jeden dazu raten, tut das nicht. Arbeitet es auf, macht eine Therapie, geht zum Psychologen, beschäftigt euch damit und irgendwann, wenn ihr durch diesen Schmerz geht und das spürt, was ihr nicht spüren wollt und damit arbeitet und daran wächst, das müsst ihr langfristig sehen. Irgendwann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr froh seid, dass ihr das gemacht habt. Meistens ist dieser Weg aber so schwer und man möchte es nicht. Deswegen hat man ja missbräuchlich konsumiert, weil man es nicht spüren wollte. Das ist ja der Grund, warum man abhängig geworden ist meistens. Dann fragt ihr euch irgendwann, warum ihr überhaupt diese Gedanken hattet. Dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo das für euch überhaupt gar keinen Sinn mehr macht zu konsumieren, weil ihr merkt, dass die Substanz euch nichts geben kann, was ihr sowieso nicht schon habt. Und was noch schön ist an der Nüchternheit an der Stelle, was ich an der Stelle sagen möchte, ist, das Schöne ist, dass man dann irgendwann sogar auf diesen nachvollziehbaren Trichter kommt. Moment, wenn ich das trinke oder wenn ich konsumiere, weil ich Stress habe, weil ich Angst habe, dann gehe ich an die tatsächlichen Ursachen, wo ich mich nie getraut habe, vielleicht dran zu gehen und Dinge im Umfeld auch zu hinterfragen, meinen Job zu hinterfragen, sonst irgendwas zu hinterfragen. Man muss nicht alles hinterfragen, es ist individuell, das müsst ihr für euch herausfinden, was es ist. Und es sind meistens ganz, ganz viele kleine Dinge. Es ist nicht diese eine Sache, auch wenn ihr mich immer fragt, was hast du gemacht dagegen? Es ist nicht diese eine Sache. Es sind sehr, sehr viele Dinge, die ich hinterfragt habe, mental, mit mir in meinem Umfeld, wie ich zu Dingen stehe, was ich tue, was mir wichtig ist. Wie ich Dinge sehe, wie ernst ich Dinge nehme und all diese Sachen. Dazu gehört sehr, sehr, sehr viel. Und das hält euch davon ab, wenn ihr Medikamentenwechsel macht, daran zu gehen. Das ist eben der kurzfristige Weg und ihr werdet euch wahrscheinlich in diese Sackgasse führen. An dieser Stelle wiederhole ich mich, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen und habt den Punkt nachvollziehen können, den ich machen wollte, warum ich sage, auch wenn Kiffen körperlich vermeintlich nicht so schädlich ist, bringt andere Gefahren, das ist sowieso klar. Warum ich das trotzdem niemals präferieren würde, wenn jemand missbräuchlich oder abhängig ist, das zu tun, wäre für mich niemals eine Option. Deswegen rate ich nicht dazu. Nicht, weil es ist für mich total uninteressant, die beiden Drogen zu vergleichen. Wichtig ist die Frage, warum konsumiert ihr überhaupt? Das wäre dasselbe, wenn wir jetzt fragen würden, ja, irgendwie, mir geht es nicht gut, ich nehme Antidepressiva. Therapiere mich nicht, irgendwann machen mir die Tabletten Probleme und dann ist meine Lösung gut, nämlich Benzos. Ist das eine Option? Ja klar, die Symptome gehen weg. Aber die Frage ist, will ich nur, dass die Symptome weggehen? Also wo ist die Nachhaltigkeit? Was ist der Plan? Das wollte ich euch sagen, meine Lieben. Wenn ihr euch die Frage stellt, lieber kiffen oder saufen, das ist für mich der interessante Punkt. Gut, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr von meiner Meinung haltet, ob ihr es mal probiert habt, wie es bei euch gelaufen ist. Und ansonsten gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und ihr wisst, in Südhessen sagt man Gude, meine Lieben. Gude, bis dann. Ciao, ciao.